Hallo liebe Freunde, Mitglieder, Partner und Mitarbeiter. Ein erfolgreiches und bewegendes Jahr 2016 neigt sich dem Ende und ich möchte mit euch gemeinsam zurückblicken und auch auf das neue Jahr 2017 nach vorne schauen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit unserem Vorstand, Herrn Siebert. Hallo Herr Siebert! Hallo Lena, herzlich willkommen. Herr Siebert, 2016 gab es ja bei der GWG eine neue Werbekampagne. Wie kam es denn dazu? Ja, nach den Aussagen der Landesregierung und vorhandenen Prognosen und Statistiken haben wir also festgestellt, dass Wohnraum wieder nachgefragt wird. Mhm. Muss allerdings auch sagen, spezielle Wohnformen. Dazu gehört unter anderem große Wohnküchen, größere Wohnungen von der Quadratmeteranzahl her mit sehr interessanten Grundrisszuschnitten. Und um das natürlich zu bewerben, haben wir eine Kampagne gestartet, die, ich denke mal schon, auch im OSL-Landkreis großflächig jetzt zu sehen ist. Wir haben aktuell eine Plakatwerbung wieder in Lübbenau geschalten und fahren an 6 Omnibussen des Nahverkehrs hinten an der Heckfläche mit Werbung. Wie war denn das Verhältnis in 2016 zwischen Zu- und Wegzug? Wir haben die positiven Signale in 2015, auch in 2016 gespürt. Wir haben also zum Zeitpunkt mehr Zuzüge als Wegzüge. Das ist für uns positiv. Wir haben Nachfrage von jungen Familien und das ist ja die Zielgruppe auch gewesen, der Werbekampagne. Seit Januar 2016 gibt es ja eine Kooperation mit einem Sicherheitsdienst. Was können Sie denn dazu sagen? Wie ist denn das Resümee? Die beiden Streifen, das sind immer 2 Mitarbeiter, das ist eine Vorgabe, achten auch darauf, dass zum Beispiel die Aufgänge verschlossen sind, dass kein Fahrrad mehr draußen steht, dass überall die Beleuchtung in den Eingangsbereichen funktioniert und so weiter und so weiter. Mhm. Und das ist sehr gut angekommen. Ich kann sagen, dass wir also keine nachweisbaren Kellerdiebstähle und Einbrüche mehr haben. Die eine ganz kleine Schmiererei, was Graffiti besprühen war, die ist noch da. Aber ich denke mal, mit dieser positiven Entwicklung können alle sehr gut leben. Ja, und was gab's noch? Ach ja, im Februar, da war noch die Ausstellung zur Stadtentwicklung in Lübbenau. Da konnte sich im Rathaus jeder ein Bild dazu machen. Und im Mai, da waren die beliebten Polka-Beats. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust drauf. Und unser Team der GWG hat Verstärkung bekommen, Herr Siebert. Wer ist denn jetzt neu dazugekommen? Ab Mitte des Jahres haben wir im Bereich Soziales und Konfliktstelle eine neue Mitarbeiterin. Das ist Frau Kaltschmidt. Im Spätherbst hat Paul Schlorf sein Studium erfolgreich abgeschlossen und er hat das Angebot bekommen, als Assistent eine Vollzeitstelle hier zu übernehmen. Und parallel dazu haben wir erstmals eine Auszubildende eingestellt, die Frau Lisa Marie Möske im Office. Und dann hatten wir noch ein wunderschönes Jubiläum in 2016. Die Kita Fundus ist 50 Jahre alt geworden und wir als Partner der Kita waren natürlich dabei, haben mitgefeiert und auch Geschenke überreicht. Aber darüber haben wir ja bei Facebook ausführlich berichtet. Und beim Charity-Lauf dieses Jahr zugunsten des Tierparks Cottbus war die GWG natürlich auch dabei. Und nicht nur der Herr Siebert, sondern auch der Herr Riska. Und der kann zu dem Thema ein bisschen mehr sagen. Hallo Lena. Hallo Herr Riska, wie warst du beim Charity-Lauf? Sehr schön, wie jedes Jahr. Wie gesagt, der Charity-Lauf wurde ja vor 5 Jahren von der EG Wohnen ins Leben gerufen und hat auch dieses Jahr wieder Rekorde gebrochen. So wurden ja 900 Teilnehmer, hatten insgesamt 4.400 Runden erbracht mit einem Wert von 5.000 Euro, welcher natürlich dem Tierpark zur Verfügung stand. Und die GWG war wie jedes Jahr mit ca. 10 bis 16 Teilnehmern von Lübbenau in jeder Altersgruppe dabei. Unser Seniorenteam war auch wieder sehr aktiv in 2016. Wir hatten ja mit einem Filmbeitrag über den Ausflug zum Schiffshebewerk in Niederfino berichtet. Müllmanagement war ebenfalls Thema und das auch sehr erfolgreich. Ja, richtig, Lena. Wie gesagt, in 2015 wurden bereits 430 Restmülltonnen durch die Firma Innotec weniger gekippt. Und dieser Trend setzte sich natürlich auch in 2016 fort. Da waren es nochmal 300 Tonnen weniger Restmüll, die gekippt wurden. Also, wie du schon richtig sagtest, ein voller Erfolg für die GWG und ihre Mitglieder. Dann hatten wir noch das Lindenfest. Das Wetter war ja dieses Jahr auf unserer Seite, sodass es ein schönes und harmonisches Fest werden konnte. Und wir haben berichtet, im November war die Vertreterversammlung mit der Neuwahl des Aufsichtsrates. Das aber alles nichts gegen die Überraschungsnachricht, Herr Siebert. Es gibt nämlich noch eine kleine Überraschung dieses Jahr. Das ist richtig, Lena. Und zwar mit der Überschrift "Wir sind Kulturerbe" hat die Genossenschaftsidee weltweit Anerkennung bekommen. Und zwar die erste deutsche UNESCO-Nominierung Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen Interessen in Genossenschaften.
ist nämlich auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt worden und gewürdigt worden. Und zwar Anfang Dezember ist das passiert, in Addis Abeba. Ja, das war 2016. Ein kleiner Rückblick und jetzt der Blick nach vorne. An unseren Vorstand frage ich. Herr Siebert, Herr Riska, was erwartet uns in 2017? Also als größte Investitionsmaßnahme in 2017 werden wir unser Aufzugsprogramm weiter durchführen. Das heißt, mindestens 5 innenliegende Aufzüge werden weiter in den Wohngebäuden eingebaut. Weiterhin wird der Bau von Fahrradhäusern eine große Rolle spielen. Und als größte Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant die Trinkwasserleitungserneuerung in den Kellerbereichen sowie die Fensterwartung und Fensterinstandsetzung in den Wohnhäusern und die Instandhaltung der Dächer. Wir beschäftigen also uns also auch intensiv mit einer altengerechten Anpassung. Ich muss aber dazu sagen, vorrangig im Parterrebereich von einigen Wohnhäusern und haben einen mutigen Ausbau von 2 Dachgeschossetagen geplant. Die Projektstudie ist also in Arbeit und wird jetzt durchkalkuliert. Somit werden wir also schöne neue Wohnformen schaffen, mit einer offenen Dachterrasse zum Beispiel. Und des Weiteren haben wir den Kauf der ehemaligen Gaststätte Turbine beantragt bei der Stadtverwaltung. Hier liegt noch kein endgültiges Ergebnis vor, aber wir haben positive Signale erhalten, um diesen sogenannten städtebaulichen Bestand dann auch beseitigen zu können. Und das ist ja wieder im Interesse der gesamten Stadt. Und dann gibt es nächstes Jahr noch was zu feiern. Das ist richtig, Lena. Und zwar wird unsere Genossenschaft 60 Jahre alt und aus diesem Anlass wollen wir versuchen, schon in unserer Turbine, die dann uns hoffentlich schon gehört, dieses Jubiläum zu feiern. Wir müssen dort ein bisschen improvisieren, aber ich denke mal, das ist machbar und wäre ein schöner Anlass, um die Bauphase einzuläuten. Das war 2016, liebe Freunde. Und das gesamte Team der GWG möchte sich von euch verabschieden, wünscht euch friedvolle Weihnachten. Habt euch lieb, seid nett zueinander. Denkt auch mal an die, die nicht so viel Glück hatten, egal ob Mensch oder Tier. Und eine Sache liegt mir noch besonders am Herzen, Silvester steht vor der Tür und ihr wisst, da geht viel Feuerwerk in die Luft und wir wünschen uns, dass ihr alle ordentlich miteinander umgeht. Nur zugelassenes Feuerwerk bitte, ihr wisst genau, was Polenböller für einen Schaden anrichten können. Passt auf euch auf, bleibt gesund und immer schön auf die Mutti hören.